Hallo, ich bin gestern Abend von einer Freundin angerufen worden, die Gazprom-Aktien hält, die mich da um Rat gefragt hat. Ich möchte daher noch einmal kurz erwähnen, was ich momentan mit meinen Gazprom-Aktien mache, möchte aber dann in dem Video mehr darauf eingehen, wie man meiner Meinung nach an der Börse richtig auch psychologisch mit Verlusten umgeht. Ja. Und werde auch ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich bin jetzt seit 16 Jahren an der Börse. Insgesamt ist das bei mir schon ganz gut gelaufen. Aber drei, vier Totalverluste waren in den 16 Jahren bei mir auch dabei und auf die möchte ich auch einzeln da mal eingehen, um auch zu zeigen, dass das eben immer wieder mal vorkommen kann. Deswegen begrenzt man auch die Positionen. Ja, aber fangen wir mal mit der Gazprom Bank an. Also ich konkret werde jetzt einmal mit meinen Gazprom Aktien nichts machen. Ja. Ich gebe meinem Broker nach einer Aufforderung kein russisches Depot bekannt. Gebe ihm auch sonst keine Orders. Meiner Meinung nach, und das ist nur meine Privatmeinung, er stellt sich die Situation so dar, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist die amerikanische Großbank, bei der die ADRs, also über der Emittent der ADRs, die von Russland gekündigt wurden. Also ich habe wirklich ein Video gemacht, wo ich das ja einzeln und spezifisch noch einmal auf diese Schritte eingehe, aber die Kurzzusammenfassung ist eben, meiner Meinung nach hat dann die amerikanische Bank einen gewissen Druck, eine möglichst gute Lösung zu suchen, eventuell gemeinsam mit dem Broker, die ADRs verwalten. Und dann in einem Jahr, nachdem der ADR gekündigt wurde, wäre die amerikanische Bank dazu verpflichtet, die Gazprom-Aktien zu verkaufen und mir das Geld gut zu schreiben. Ja. Das kann funktionieren, dann sehe ich noch Geld. Ja. Ist natürlich die Gefahr da, dass wenn in einem Jahr dann sehr viel gleichzeitig verkauft wird, dass auch das den Preis ordentlich drückt. Ja. Ist vieles für mich kaum vorhersehbar. Aber ich weiß, ich brauche hier einmal nichts tun. Ja. Es gibt durchaus sicher Rechtsanwälte bei der Bank of New York Mellon, also beim Emittent der ADRs, ja, die sich jetzt da massiv damit beschäftigen, wie sie hier auch um den Ruf der Bank möglichst schadlos zu halten, möglichst gut rauskommen. Ob sie das schaffen, ja, ist bei der politischen Situation und den Sanktionen für mich nicht kalkulierbar. Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass es ein großes Risiko gibt, dass Gazprom bei mir ein Totalverlust wird. Und dass ich kein Geld mehr, beziehungsweise nur mehr ein paar Cent für Aktien, die eigentlich mehrere Euro wert werden, hier schlussendlich bekomme. Ja. Aber das Ganze erledigt momentan jemand anderer für mich. Und da gibt es eben durchaus, denke ich, Anwälte in der amerikanischen Bank, die da jetzt wahrscheinlich ganz fieberhaft an einer Lösung arbeiten. Auch den Brokern, das weiß ich von Freunden von mir, die bei Brokern arbeiten, ja, ist das Thema momentan sehr unangenehm. Ja. Der Broker ist auch unschuldig an dem Ganzen, ja. Also der hat sicher nicht den schwarzen Peter, aber dennoch gibt es viele Kunden, die jetzt auf ihren Broker auch angefressen sind, ja, weil er eben keine Lösung bieten kann. Meiner Meinung nach geht das halt einfach nicht, das ist höhere Gewalt, aber also das heißt auch für den Broker ist das unangenehm und auch der Broker arbeitet hier an Lösungen. Ja. Die Alternative, die ich eben bewusst nicht machen werde, ist eben nur meine persönliche Meinung, ist aber, es gibt scheinbar die Möglichkeit, bei der russischen Gazprom Bank, die von den Sanktionen ausgenommen ist, oder über Kasachstan, wo noch so eine Scharnierfunktion zwischen dem russischen und dem westlichen Finanzsystem da ist, ja, sich also dort ein Aktiendepot zu eröffnen, was mit Gebühren verbunden ist und dann seine Aktien dorthin transferieren. Das wäre dann, wenn das klappt, die Möglichkeit, die Gazprom Aktien noch längerfristig halten zu können. Ja. Rein von der Firma betrachtet kann das eine ganz interessante Option sein. Ich würde das nicht machen und konkret habe ich meiner Freundin geraten, das auch nicht zu tun, ja, weil hier der Aufwand einfach viel zu groß ist. Ja. Also ihr habt dann ein Depot im Nicht-EU-Ausland, ja, das ihr natürlich bei der Steuer angeben müsst. Ja. Ihr müsst im Finanzamt erklären, warum ihr Aktien einer von russischen Firmen auf einem russischen Depot habt. Ja. Das ist nicht illegal, das darf man, ja. Aber man zeigt da meiner Meinung nach schon beim Finanzamt dann auf, ja, ich bin vielleicht jemand, den man genauer kontrollieren sollte. Also das sind Kalamitäten, wenn ihr die Aktien dort habt, ja, und ihr könnt meiner Meinung nach aktuell nichts damit machen dort. Ja. Wenn da jeweils mal Dividenden kommen oder Verkaufserlöse, ist unklar, ob ihr das wieder zurück ins westliche Finanzsystem transferieren könnt oder nicht. Ja. Also da sind für mich einfach sehr viele Risiken dabei.
Und vor allem, wenn es hier also um 2.000, 3.000, 5.000 Euro geht, also eben ist klar, das ist für viele Leute, sind das 2 Monatsgehälter eventuell, die Position ausmacht, und das tut natürlich schon weh, ja. Nur wenn was wahrscheinlich weg ist, dann ist es wahrscheinlich weg, ja. Und ich glaube, dass viele Leute sich viel zu lange an Strohhalme klammern, ja. Also nochmal konkret, ich sehe den Vorteil an meiner Herangehensweise, ich brauche mich darum nicht kümmern. Ich kann mich um die 98% meines Depots kümmern, die nicht Gazprom ausmachen, und versuchen da möglichst gut zu agieren in den nächsten Monaten. Und ich habe dann nicht irgendwo ein ausländisches Depot, wo ich mich darum kümmern muss, sondern deswegen gebe ich in meinem Broker keine Order und hoffe, dass die da der Emittent und der Broker für mich lösen. Ja, kann allerdings sein, dass das ein Totalverlust ist, was die Vorgangsweise, die ich da mache, aber dann konzentriere ich mich lieber auf das andere. Also das wäre meine Herangehensweise. Und ich habe eben schon öfter mitbekommen, dass Leute sich an der Börse mit Verlusten schwer tun. Ja, das ist natürlich auch nicht das Ziel. Ja. Man hört aber dann oft meiner Meinung nach ziemlich dumme Sätze wie, ein Verlust ist erst dann ein Verlust, wenn er realisiert wurde. Also wenn ich die minus 80% im Depot stehen habe bei irgendeinem Wert, dann ist es erst dann, wenn ich die Aktie verkaufe, habe ich den Verlust realisiere. Ja, so kann man sich Situationen schönreden. Aber ich glaube, also ich empfehle ja hier eine sehr nüchterne, unemotionale Herangehensweise beim Thema Börse und Geldanlage. Und ich würde mir da halt auch öfter mal eingestehen, dass manche Sachen halt nicht aufgegangen sind. Ja. Also wenn ich so in meine Börsengeschichte zurückdenke, dann habe ich ein paar Aktien gekauft, die ich dann nahezu wertlos verkaufen musste. Und ich habe halt immer daraus gelernt. Ja. Mein erster Totalverlust war General Motors. Ja, die Firma gibt es noch, die stellen noch immer Millionen Autos her. Während der Finanzkrise 2006, 7, 8, ja, also 7 oder 8 muss es dann gewesen sein, da habe ich damals, ja, war damals gerade im Anfang meiner Berufslaufbahn nicht so wenig Geld, aber es waren 600 Euro, da kann ich mich noch erinnern, die habe ich damals in General Motors investiert. Einfach aus dem Blickwinkel, weil ich gedacht habe, General Motors ist so ein riesiger Arbeitgeber, ähnlich wie die großen Banken, das ist irgendwie too big to fail. Ja. Also da wird das dann schon der Staat oder irgendwer mit politischem Druck verhindern, dass die in Konkurs gehen. Was ich damals nicht gewusst habe, aber man wird so immer ein bisschen gescheiter, ist, dass das Konkursrecht in den USA ganz anders abläuft als in Europa. Also so ganz trivial gesagt ist Konkursrecht, also in Österreich, in Europa gibt es einen Gläubigerschutz, der vor allem die Gläubiger schützt, ja, dass wenn eine Firma in Konkurs geht, dass die Gläubiger und in dem Fall auch die Aktionäre noch einen möglichst großen Brocken kriegen. Also die der Firma Geld zur Verfügung gestellt haben. In den USA funktioniert das konträr. Dort ist es eher der Schutz der Firma vor den Gläubigern. Ja. Also es hat dort Priorität, dass die Firma weiter existieren kann. Ja. Und die Gläubiger stehen nach dem Konkursrecht in den USA deutlich schlechter da, als sie das nach dem Konkursrecht in Europa tun würden. Der Gedanke ist, im Konkursfall ist es gesellschaftlich wahrscheinlich besser, wenn es so abläuft wie General Motors und vor allem die Gläubiger leer ausgehen. Ja. Die positiven Argumente, die Pro-Argumente für das europäische Modell ist, dass die Gläubiger mehr Rechtssicherheit haben und so leichter dazu überzeugen sind, ihr Geld in produktive Firmen zu investieren. Also beide Sachen haben durchaus ihre Berechtigung. Ich wusste damals noch nicht, dass es eben diese großen Unterschiede gibt. Ich habe daraus gelernt und habe dann, also die quasi General Motors hat keinen einzigen Tag den Betrieb eingestellt, ja, sondern sie waren einfach so hoch verschuldet, teilweise auch bei den eigenen Mitarbeitern über Pensionsverpflichtungen, dass die bisherigen Kapitalgeber, die Leute, bei denen General Motors Schulden gehabt haben, quasi die neuen Eigentümer waren, und die alten Aktionäre haben nur mehr Mini-Positionen bekommen. Ja. Also de facto war das damals kein Totalausfall, sondern halt ein Ausfall von 95%, aber das ist bei mir gedanklich ein Totalausfall. Ich habe mich dann auch um ein paar Euro noch von den Aktien getrennt. Ja. Aber so kann es halt an der Börse einmal funktionieren. Man sieht irgendein wichtiges Detail nicht, schätzt was falsch ein, ja,
und das Geld ist weg. Ja. Das muss einem immer klar sein, wenn man an der Börse investiert. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum das, was ich auf dem Kanal ja am häufigsten sage, ist dieses Risiko streuen. Ja. Also wenn man ein Depot mit 30.000 Euro hat und man investiert in 15 verschiedenen Aktien, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern, dann ist es natürlich auch trotzdem noch möglich, dass eine der Aktien vollkommen ausfällt, aber dann habe ich halt noch die 14 andere und die werden das hoffentlich ausfangen. Zumindest über längere Frist hätte das in der Vergangenheit auch funktioniert. Was andere, was ich an der Börse gemacht habe, aber da ging es wirklich nur um, ich glaube, 200 Euro damals, war mitten in der Immobilienkrise, die in Europa, vor allem in Spanien, besonders heftig war, in einem spanischen Immobilienkonzern zu investieren, der nebenbei noch eine Bohrplattform in Südamerika hatte. Ja. Das ist meiner Meinung nach, also ich habe mir das damals versucht genauer anzusehen und haben halt gedacht, gut, wenn der Immobilienmarkt jetzt einmal zumindest temporär in einer großen Krise ist, irgendwann wird sich der wieder fangen und durch die Einnahmen der Ölplattform, ja, kann die Firma die Verluste deutlich besser wegstecken als andere Immobilienfirmen und dann vielleicht in einem Zeitpunkt sogar zukaufen. Ja. Mir war also bewusst, dass mitten in der Immobilienkrise in eine spanische Immobilienfirma zu investieren hoch riskant ist. Deswegen war das eben eine wirklich ganz kleine Position. Ja. Es ist dann zusätzlich noch ein Risiko gekommen, das ich nicht am Radar hatte, das südamerikanische Land, wo die Bohrplattform davor lag, hat die Firma dann enteignet. Zwar mit ein paar Entschädigungszahlungen oder so, ja, aber auch das war bei mir nah ein Totalverlust. Ja. Eine Position, die bei mir größer war, die damals wehgetan hat, war die Firma IVG Immobilien aus Deutschland. Das war also auch in der Immobilienkrise. Und ist so abgelaufen, da gab es eine Firma, die eben sehr viel Immobilien gehalten hat, als Immobilienfirma, die aber noch dazu unterirdische Gaskavernen gehabt hat. Die waren meiner Meinung nach als krisensicher einzustufen. Da habe ich ein bisschen mehr Geld investiert und habe mir deswegen auch die Geschäftsberichte dieser Firma wirklich ganz genau angeschaut, habe versucht abzuschätzen, wie groß ist der Bestand, wie ist der bewertet, und das war für mich eine Firma, die an der Börse ganz klar unterbewertet war. Da ist dann Folgendes passiert, also auch das war ein totaler Ausfall. Die Firma ist meiner Meinung nach, das ist nur meine persönliche Meinung, wirtschaftlich tragfähig gewesen. Die Gläubiger haben sich zusammengetan und haben die Kreditlinien zeitgleich fällig gestellt. Dadurch ist die Firma, obwohl sie eigentlich langfristig nach meinem Ermessen wirtschaftlich durchaus überlebensfähig war, und die Firma gibt es auch noch, ja, aber in den Konkurs gegangen, weil sie die Kredite nicht auf einmal gleichzeitig zurückzahlen konnten. Und die Gläubiger sind dann die neuen Aktionäre geworden. Und ich als Altaktionär bin mit Null ausgestiegen oder nahe bei Null. Ja. Also das war damals ein Verlust, das waren ein paar tausend Euro, die haben mir schon wehgetan. Ja. Und damals gab es einige Angebote, das erinnert mich heute ein bisschen an Gazprom, wo Aktionäre gerichtlich gegen das vorgegangen sind. Ich nehme an, das hat dann Jahre gedauert und ich weiß nicht, ob da jemand nochmal was bekommen hat. Aber das Verhalten der Gläubiger war meiner Meinung nach hier nicht ganz sauber. Ja. Hier besteht der Verdacht, dass sie absichtlich die Kreditlinien fällig gestellt haben, um die Firma in den Konkurs zu treiben und sie nachher als ehemalige Gläubiger zu übernehmen, ja, und damit noch einen ordentlichen Gewinn zu machen. Ja. Ob das ganz sauber ist, weiß ich nicht. Aber ich muss mir ja nur einfach realistisch meine Position vor Augen halten. Ja. Jetzt bin ich ein österreichischer Kleinanleger, ja, der da eben Aktien im Wert von 3.000, 4.000 Euro an der Firma hält. Ja. Es ist möglich, ja, dass ich hier ein bisschen übers Ohr gehaut worden bin. Ja. Aber einfach von einem Konsortium an Gläubigern und Banken, die einfach unglaublich viel mächtiger sind als ich. Ja. Und in solchen Situationen ist es meiner Meinung nach einfach besser, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, nicht alles auf der Welt läuft hundertprozentig fair ab. Ja. Ich habe bei meinem Gazprom-Video einige Kommentare
gehabt mit Leuten, die glaube ich, etwas Wut im Bauch hatten, ja, die dann empört geschrieben haben, also nicht über mein Video, sondern so allgemein. Das kann ja nicht sein, dass man sozusagen zuerst russische Aktien einfach kaufen kann über eine amerikanische Großbank, die natürlich Gebühren dafür verlangt und jetzt auf einmal kommen das und es gibt niemanden, der mir weiterhilft, es gibt niemanden, der mir konkrete Ratschläge gibt. Ja, das ist irgendwie richtig und das ist bitter, aber das ist die Realität. Ja. Und man muss halt auch sehen, also für mich irgendein Rechtsstreit oder sowas ja, wird in erster Linie teuer und aufwendig. Ja. Und also ich habe mich damals ganz bewusst entschlossen und habe das auch noch nie gemacht, wenn es die Möglichkeit gäbe, eines Anwaltsbüros, das jetzt irgendwie damals IVG Aktionäre zusammenzusammeln und dann eine Klage zu machen und so. Also ich glaube, dass das in den allermeisten Punkten nicht zielführend ist. Und vor allem, wenn man es eben mit Maß und Ziel macht und schaut, dass einzelne Positionen im Depot nicht mehr als, also vor allem, wenn das Positionen sind, die ein besonderes Risiko haben, wie alle die Firmen, die ich jetzt aufgezählt habe, dass die Positionen eben eine gewisse Größe nicht überschreiten. Und man hat eben dann jetzt, also ich springe jetzt etwas, aber ob das damals IVG war oder auch Gazprom oder auch dann, wenn man zum Beispiel bei Wirecard, wo es glaube ich sehr viele Kleinaktionäre erwischt hat, Opfer dieses in dem Fall böswilligen Betrugs geworden ist, aber dann also dann gibt es oft Leute, die mit der Hoffnung nochmal Geld machen, ja, was vermutlich auch alles nicht strafbar ist, ja, aber moralisch einfach, ja. Also dann gibt es Anwaltskanzleien, die dazu ermuntern, jetzt doch gegen Wirecard zu klagen, also gegen die Firma, die gerade pleite gegangen ist. Ja. Also im besten Fall kann ich dann die ehemalige Geschäftsführung persönlich haftbar machen und habe dann einen Rechtsanspruch gegenüber dem privaten Vermögen der ehemaligen Geschäftsführung. Ja. Wirecard war, glaube ich, ein Konzern, der an der Spitze mit vielen Milliarden bewertet war. Wenn man also dann einen Verlust hat, der von einer Bewertung von vielen Milliarden ausgeht, und dann gibt es eine Geschäftsführung, die von mir sogar sehr reich ist und die ein Privatvermögen insgesamt von 1 Milliarde hat, ja, ja, dann kriege ich doch trotzdem nach einem langen Rechtsstreit, vorausgesetzt, das geht überhaupt alles auf und die sind noch irgendwo liquide, einen sehr kleinen Teil meiner Verluste ersetzt. Ja. Also meiner Meinung nach, eben nur meine Privatmeinung, aber sind solche Sachen eher nicht sinnvoll. Man sollte ja auch den Aufwand abschätzen, ja, also wie viel Aufwand kann es für mich noch sein, wenn ich zum Beispiel ein Aktiendepot in Kasachstan habe, um meine Gazprom-Aktien weiterhalten zu können. Was könnte das Finanzamt von mir für Erträgnisaufstellung oder sowas haben wollen? Ja? Was passiert, wenn die kasachische Bank mir das in der vom Finanzamt akzeptierten Form nicht liefern kann. Ja. Das kann einfach schnell kompliziert werden. Ja. Also die Ausgangslage von jemandem, der ein Aktiendepot von 20 Millionen hat und vielleicht jetzt 2 Millionen in Gazprom-Aktien hatte, ja, die ist eine ganz andere. Ja. Der sucht sich vielleicht eine Wirtschaftskanzlei, eine Kapitalmarktkanzlei und zahlt nochmal einige 100 Euro an Gebühren. Das kann dann in einem gesunden Verhältnis stehen. Sich ebenso wie das Handelsblatt, jetzt schließe ich den Kreis, eben meiner Freundin geraten hat, über den Podcast sich genauso einen Anwalt zu suchen. Aber wenn man eben mit 2000 Euro bei Gazprom investiert war, dann ist das meiner Meinung nach einfach keine sinnvolle Option, sondern dann akzeptiere ich, dass das möglicherweise ein Totalverlust ist. Ich gebe meinem Broker keine Order. Dadurch gibt es noch die Möglichkeit, dass die Bank of New York Mellon in einem Jahr in der Lage ist, die Gazprom-Aktien zu verkaufen. Wenn dann ein Erlös da ist, wird sie mir den Erlös gutschreiben. Ja. Aber so kann es halt gehen mit Verlusten. Ja. Wenn ich also hier auf dem Kanal öfter von mir selber erzähle, dass ich eben ein relativ breit aufgestelltes Aktiendepot habe, in dem eben Gazprom auch 2% ausgemacht hat vor dem Ukraine-Konflikt, ja, und ich in viele verschiedene Aktien investiert bin, da muss ich mir vor Augen halten, dass sowas wie Gazprom oder General Motors oder IVG Immobilien immer mal wieder vorkommen kann. Ja. Ich habe also vor, die nächsten 20 Jahre weiter an der Börse zu handeln und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch in den nächsten 20 Jahren irgendwas irgendwo falsch einschätzen werde, irgendein Risiko nicht sehen werde und es werden einzelne Firmen, an denen ich Anteile habe, in Konkurs gehen. Ja. Ich kann aber halt schon aus der Erfahrung sagen, wenn nur 70%
meiner Wetten quasi annähernd aufgehen, dann ist der Ertrag insgesamt schon ein sehr guter, ja, und überragt auf lange Sicht gesehen, ja, unter Schwankungen, aber meiner Meinung nach jede andere Anlageform. Ja. Also das Direktinvestment in Einzelaktien ist auch aufgrund der Gebühren meiner Meinung nach sowohl Fonds überlegen, also auch ganz klar Lebensversicherungen, Anleihen und so weiter, das zeigen auch die Statistiken der letzten Jahrzehnte. Aber es muss auch klar sein, einzelne Wetten werden immer nicht aufgehen. Man sollte natürlich versuchen, Verluste nach Möglichkeit zu vermeiden, aber man muss sich gleichzeitig im Vorhinein im Klaren sein, wenn ich in 15 verschiedene Aktien investiere, dann ist die Chance, dass in einem Jahr alle 15 höher stehen, schon sehr, sehr gering. Ja? Also irgendwo werde ich Verluste haben, auch mit meiner Historie gesehen. Ja? Also die Performance über viele Jahre ist durchaus sehenswert und hat dafür gesorgt, dass ich mir heute nur relativ wenig Sorgen über steigende Preise und so machen muss persönlich. Aber einzelne Verlustjahre hat es natürlich auch immer wieder gegeben, ja. Oder auch dieses Jahr. Ja. Also momentan liegt mein Depot mit 3,5% im Minus, was allerdings noch fast beschönigt ist, weil das in Euro gerechnet ist, oder mein Depot. Ein Großteil meines Depots liegt beim österreichischen Broker, der alles in Euro darstellt. Ja. Man müsste sich heute wahrscheinlich schon realistisch fragen bei der Inflation, ob man sich den Wert um nicht besser in Schweizer Franken angibt. Aber zumindest in Euro gemessen bin ich also dieses Jahr 3,5% im Minus. Das ist mir klar, das wird immer wieder vorkommen, wenn man eben ein sehr breites Aktien-Depot hat und so wie bei mir, das habe ich in den Videos in den letzten halben Jahr immer wieder erklärt, warum ich relativ stark in Energieaktien, in Aktien mit Basisgütern investiert bin, also Holz, Landwirtschaft, Pharmabereich, Lebensmittel, alles das habe ich auf dem Kanal immer wieder gesagt, wenn ich davon ausgehe, dass die Menschen aufgrund der Corona-Maßnahmen im Lebensstandard ungefähr 10-15% an Einkommen verlieren. Das muss im Nachhinein bezahlt werden. Der Schaden ist angerichtet worden. Das ist bereits passiert. Die Rechnung ist vielen noch nicht klar oder wird Ihnen jetzt gerade über die Inflation klar. Aber dann habe ich bei meinem Aktiendepot immer wieder abgeklopft nach dem Motto, wenn die Leute 10-15% weniger Einkommen haben, kaufen sie die Produkte trotzdem noch. Ja? Und da ist einfach bei Energie, Holz, Pharmaprodukten, Lebensmittel und diese Sachen war die Antwort dann halt meistens ja. Also ich glaube, dass die Leute die Produkte weiterkaufen können. Ich glaube, dass das jetzt auch die Firmen sind, die die gestiegenen Kosten auch an die Kunden weitergeben werden. Vorsichtig wäre ich momentan bei Firmen, die Baustoffe herstellen, die Autos herstellen, ja, also alles das, was als Investition gilt, die man, wenn das Geldbörsel mal etwas leerer ist, ja, auch einmal 2 Jahre aufschieben kann. Das könnten genau die Produkte sein, die in den nächsten 1-2 Jahren deutlich leiden werden. Dann dreht sich das allerdings vielleicht um und vielleicht sage ich dann in 1,5 Jahren, jetzt sind Autoaktien wieder interessant. Aber was ich hier sagen wollte ist, man sollte ehrlich gegenüber sich selbst sein, ja, und einen Verlust halt auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Das wird immer wieder passieren. Es gibt dann jemanden, der irgendwo die Dienstleistung anbietet, noch Strohhalme anzubieten, die öfter mal gebührenmäßig auch noch relativ teuer sind, ja, um sich selbst noch einer Zeit lang die Illusion hinzugeben. Ja. Nein, in Moskau wird die Gazprom-Aktie eh noch schön gehandelt und dort ist ja auch noch einiges wert. Das ist ja quasi der wirkliche Wert meiner Gazprom-Aktien und an diesem Strohhalm klammere ich. Ich fürchte, es besteht hier eine gute Chance, dass das nicht aufgeht, dass es zwar richtig ist, in Moskau wird der Wert gehandelt, aber ich bin nicht in Moskau. Wenn ich dort wäre, dürfte ich momentan nach den Bestimmungen als Ausländer meine Aktien auch nicht verkaufen. Das heißt, es spielt eigentlich wenig Rolle, ja, ob dort Handel stattfindet. Ja. Wahrscheinlich kann ich die Aktien, die ich im Depot habe, nie wieder zu dem Kurs verkaufen, den sie in Russland haben, weil eben auch die Kündigung der ADRs und so gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Aber also der große Gedanke ist, ich glaube, es kann sehr sinnvoll sein, sich im Vorhinein schon vor Augen zu halten, wenn ich an der Börse investiere, ich investiere in 20 Aktien, ich weiß nicht welche, aber irgendeiner davon wird es erwischen. Es muss nicht gleich ein Totalverlust sein, aber es genügt einfach irgendein Bilanzbetrug oder ein deutliches Verschlechtern
Gespräch dann der Rohstoffsituation. Also es kann immer wieder sein, dass ein Einzelwert an der Börse, sowas ist eben hochriskant, auch um 50% verliert, deswegen aufteilen in viele Werte, aber sich vor allem im Vorhinein schon vor Augen halten, die Veranlagung war nicht schlecht, weil ich einen Verlust mache. Ja. Die Gesamtperformance zählt und gerade wenn man das ist eigentlich die risikoaversere Strategie, wenn man eben in viele Wetten aufteilt, dann ist die Chance ganz gut, dass sich das Gesamtportfolio sehr gut entwickeln wird, aber man muss dann akzeptieren lernen, dass einzelne Positionen immer wieder mal ins Minus rutschen werden und dass man auch manche auch mit Verlust verkaufen wird. Ich habe das jetzt vielleicht auch noch ja, vor 3 Monaten erklärt, warum ich meine Uniper-Aktien verkauft habe. Ja. Die waren, also das ist jetzt so aus dem Gedächtnis, ja, aber ich glaube kurz vor dem Ukraine-Konflikt waren die irgendwo bei 40 Euro, bei knapp 40 Euro. Ja. Ich habe sie allerdings Jahre davor ungefähr bei 20 gekauft. Ja. Und dann nach dem Einmarsch Russland in die Ukraine ist Uniper also sofort einmal auf 20 gefallen, hat sich so ungefähr halbiert. Und ich habe dann auch sehr schnell verkauft. Ja. Das ist natürlich nicht toll, ja, wenn eine Aktie zuerst einmal um 100% steigt, innerhalb von 3-4 Jahren, ja, und dann auf einmal auf einen Schlag sich wieder halbiert. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt waren einfach die Karten neu gemischt, ja, war die Weltlage auf einmal eine andere. Ja. Und im Nachhinein bin ich ganz froh. Also ich glaube, ich konnte Uniper dann bei 22 verkaufen. Eben kurz vorher wären sie noch fast 40 wert gewesen. Also das hat schon wehgetan. Aber ich glaube aktuell, ich habe mir es jetzt nicht genau angeschaut, aber ich glaube aktuell sind sie bereits unter 10 Euro gefallen. Also noch einmal haben sich noch einmal mehr als halbiert. Ja. Also es zählt immer der Status quo. Ja. Es ist uninteressant, ob ich eine Aktie um 40 oder um 20 Euro gekauft habe. Wenn sie jetzt 30 Euro wert ist, dann ist die einzige Frage, ob ich glaube, dass sie in 2 Jahren mehr als 30 Euro wert sein wird und nicht, ob ich bereits auf Verlusten sitze, auf Gewinnen sitze. So sollte man das meiner Meinung nach sehen. Psychologisch sehen es viele Leute anders. Ja. Man tut sich also wesentlich schwerer damit, Aktien mit Verlust zu verkaufen, als mit Gewinn, ja. Aber es ist meiner Meinung nach ein psychologischer Denkfehler. Ja. Also eventuell einige Broker bieten das an, kann sogar einen Sinn machen, den Einstandskurs auszublenden, ja, sodass ich ihn gar nicht sehe, um mich hier vor dieser psychologischen Falle zu bewahren. Gut, das waren einige Gedanken, die heute ein bisschen spontaner und unstrukturierter waren als in manchen anderen Videos. Ich hoffe, es war trotzdem für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.